Hallo und herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang hier in Sea of Thieves mit GP Gaming. Der Lukas ist wieder mit dabei. Hallo! Nach dem Intro, ja, mein Hund heult auch schon. Nach dem Intro seht ihr, wie wir uns hier auf Schatzsuche begeben. Bis gleich. Oh, ich muss mal mein Inventar ausräumen hier. So, ich habe alle Karten markiert, zu denen wir müssen. Die Folge würde ich tatsächlich auch wieder für einiges schneiden, oder? Können wir ja so mal andenken. Ja, können wir machen. Die ganzen Fahrten müssen wir jetzt nicht unbedingt alles immer so drin haben. Ist natürlich schon losgefahren, aber nur, weil wir direkt aus dem Sturm kamen. Wir wollten erstmal aus dem Sturm rausfahren, um euch Hallo zu sagen. Ja, es war eklig. Man hat auch wenig gesehen wegen meinem... Ich habe wenig gesehen wegen meinem Aufnahmelicht. Schön hohe Wellen hier, Maschallah. So, Nordwesten. So, jetzt schauen wir uns hier erstmal Missionen. 5 Stück. Was hast du als erstes? Muss auf der Karte gucken. Weiß ich nicht. Die wir als erstes quasi am nächsten an uns dran ist. Snake Island, verstanden. Der Seegang ist so stark, ist das, dass man das Ruder nicht alleine lassen kann. Könntest du mal ein bisschen den Wind drehen? Ja, sofort. Komme. Wenn das möglich ist. Na klar. Aber wir haben Gegenwind, oder? Ja, ja. Gegenwind. Andersrum, warte. Bist du links? Jawoll, da tanzt da der kleine Wuffi. Was? Wir sind stehen geblieben. Und das Wasser ist schwarz geworden. Können wir kein Gas mehr geben? An die Kanonen! Oder? Oh nee! Ich hab keine... keine Kugeln. Ich auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie man das jetzt lösen soll. Aber wir werden gefickt. Da können wir nicht einfach wieder weiterfahren? Nee. Ich habe ihn getroffen. Kraken verwundet. Logbuch aktualisiert. Jetzt fahren wir doch wieder, oder? Ich habe ihn auch getroffen. Alter, es haut uns gerade an. Hilfe! Hilfe! Max! Was? Ah, mich auch! Hilfe! Jo. Hau ihn! Hä, mit was? Keine Ahnung, geht nicht. Oh. Was macht der? Ich weiß es nicht. Er hat schon untergetaucht. Ist er tot? Ich ertrinke. Ja, ich auch. Oh, jetzt hebt er mich wieder hoch. Echt? Ja. Ich nicht. Ich bin aber Half-Life, also. Hä, was ist denn das für ein Schmarrn? Ah, ich habe ihn einmal getroffen, glaube ich. Ich bin tot. Immer wenn er zubeißt, musst du hauen. Hä, wann beißt er denn zu? Whoa. Aber ich habe ja auch nur, ich habe ja auch kein Schwert dabei. Losgelassen. Ich habe ja auch kein Schwert dabei, das ist ja das Problem. Achso, auf den Schießen. Ja, kann ich nicht, weil der ist ja immer hinter mir. Ja, nee, er beißt zu am Ende. Oder macht zu. Hä? Er macht seinen Mund zu am Ende. Das habe ich nicht gesehen. Ja, mich hat er einmal untergetaucht und dann habe ich Schaden bekommen. Lass uns in Ruhe. Okay, einen Tag habe ich getroffen. Wahrscheinlich müssen wir uns drehen, oder? Boah. Hä? Ist er weg? Ich weiß es nicht. Er ist weg. Allerdings Schätze im Wasser. Wo? Hier hin?
Oh, ich hätte vielleicht erst was essen sollen. Du bist siegreich und lebendig aus einer Begegnung mit dem Kraken hervorgegangen. Naja, ich war ja tot, aber. Ja, Freunde, so einfach ist es, ne? So einfach besiegt man einen Kraken. Hätten wir das geplant, dass wir einen Kraken sehen wollen, hätte nicht geklappt. Ach, die Schätze da, kann ich hier nicht irgendwie hinlenken? Ich habe Anker reingemacht. Warum hört denn sich das Schiff eigentlich so komisch an? Ah, wir sind vollgelaufen! Junge, komplett voll! Echt? Ja! Das steht schon überm Kartentisch! Dann. Wir haben überall Löcher! Ja, ich bin gerade dabei, komm zurück! Ich muss erstmal schöpfen, weil sonst wären wir jetzt untergegangen. Problem ist, ich muss schöpfen und hauen, also reparieren geht nicht gleichzeitig, ne? Ja, ja. Na gut, jetzt geht's wieder, passt schon. Ich bin schon auf dem Rückweg. Hast du was dabei? Ja. Hä, warum macht er denn das jetzt nicht? Warum bricht er denn jetzt ab? Ach du Kacke. Was? Ja, ich dachte Kraken. Du siehst den Kraken. Nein, dass der Kraken da war, meine ich. Ja, vor allem halt so völlig random. Ja, echt so. Aber es ist Wasser schwarz geworden. Ich dachte mir so, hä? So. Okay. Und Thomas, was ich dabei habe. Geschönes. War das alles? Ja. Er legt noch ein Fleisch von ihm, aber das brauchen wir nicht. Hast du die Kanone wieder geladen? Ja. Ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. So. Welche sind wir denn jetzt? Die linke? Oder die rechte? Die westliche. Ich hab doch immer, mit dem Kompass ist immer so eine Sache. Okay, die westliche. Das heißt, einmal hier ganz links im Eck, oder? Obwohl. Ach, keine Ahnung. Einen habe ich schon. Hä, wo sind die denn? Oh. Noch einer. Hier ist glaube ich noch einer, genau, hier mit Schrote. Ah ja. Hä? Das sind die Fetten, oder? Ja, die sich eingraben. Ja. Ich habe halt kaum mehr Muni. Ja, nicht. Pass auf, unter dir! Ah! Hä? Oh. Au! Keine Munition mehr. Kannst du schnell auf die. Auf die also das au! Ich auch nicht. Geh mal ganz schnell aufs Schiff. Die haben sich selbst umgebracht, haha, wie echt? Ich gehofft habe. Ja, ich habe die zu dem Fass da gelockt. Ach so. Okay, ich wollte es jetzt mit der Kanone ab. Nein, das ist doch noch hier! Hey, die zwei großen habe ich gemacht. Wichser. Natürlich nichts gedroppt hier. Ah, die zwei großen haben aber nichts gedroppt. Muss mal was essen. Oh, lecker, schmecker. So. Haben wir hier erstmal die Kackschlange weg. Nicht, ich wollte eine mitnehmen. Ich habe einen Schlangenkorb. Achso. Dann findet man bestimmt nochmal eine. Hast du jetzt beide Dinger schon? Nee. Nee, eins. Eins dachte ich, machst du. So. Ja, wenn ich wüsste, wo. Ich hasse das doch immer. Irgendwie müsste das auch hier sein.
Das Kartenlesen. Ah ja. Okay, da sind wir angekommen. Links hoch, genau. Und dann eigentlich hier mittendrin. Schauen wir mal. Okay, hier kann man gar nicht graben. Dann. Nee, davor. Boah. Braucht aber ganz schön viel. Oh, die sieht teuer aus. Das ist so eine Wasserspuckende. Ja, Truhe der Sorgen. Ja, die weint die ganze Zeit. Macht das was, oder? Ja, es macht das Schiff voll. Hier hat gerade noch irgendwas geleuchtet. Ach, Säckchen. Okay. Wir lassen sie erstmal hier stehen und heben sie erst ganz zum Schluss rein, oder? Ja, ich habe meine jetzt auch da oben hingestellt, um die dann zu holen mit der Wo oben? Kanone. Hier, aber du kannst sie ruhig drauf bringen. Kannst du die holen? Welche? Wo hast du was hingestellt? Ja, alles gut. Ich check's nicht. Nur da, wo ich gerade stand, aber du hast mich nicht gesehen. Ah, Lol. Geister! Hey. Gott, die können, haben die einen schlechten Aim, die Geister. Oh, ich habe aber noch einen schlechteren Aim. Einer ist weg. Au! Brauch Munition. Weil Geister mit Degen bekämpfen ist immer so ein bisschen. Wir nehmen einfach die Kiste und dann gehen wir weiter. Ich wollte ihn jetzt schon noch fertig machen. Wo ist er? Okay. Wo ist er? Jawohl. Was mit deinem Schlangenkorb? Hast du jetzt eine Schlange drin, oder? Nö. War keine mehr da. Also die tut aber nichts, die Truhe der Sorgen. Ja, die weint ab und zu. Und dann läuft Wasser rein. Ja. Es wird schon wieder dunkel. Jetzt hat. Nein, noch nicht. Okay. Naja, aber passt doch. Nur bereit für den Angriff, wie gesagt. Es ist halt dunkel, ne? Hey. Muss eine Laterne nehmen. Ja, was haben wir hier? Lagerkiste. Öffnen wir mal. Ach, das plus. Naja, nehmen wir mal mit. Da ist der Captain. Wie ja, Captain. Captain. Echt, wir brauchen ja gar keinen Captain Ja, aber hier eigentlich. ist ein Captain. Ah, cool. Und der tut weh, der Captain. Ja, ich habe hier gerade ganz viele andere. Au, 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 oh, Scheiße. Ich bin gleich tot. Guck mal, noch Geister. Ja, die Geister bekämpfen den Captain. Und uns. Ne? Muss ich mir bloß schnell Muni holen. Ich sehe halt überhaupt nichts wegen meinem Aufnahmelicht. Das Wasser läuft. Schiff ist voll. Ah, die Truhe heult gerade. Naja. Wäre jetzt fast untergegangen. Kommst du klar? Ich muss gerade Ja, schon ich komme aufs schieben. Schiff.
Oh, die ist schon knarzt hier. Wie lange macht die das jetzt? Keine Ahnung. Können sie auch schnell runterstellen. Ja, okay, ich warte. Ich sehe gar nichts mehr, ich brauche jetzt meine Laterne. Das ist schrecklich. Voll leiser. Was für eine Weicheitruhe, ey, was soll denn das? Was ich meine, so haben? Bei uns in besten Händen. So. Ist der Captain endlich schon weg? Nee. Nee, ja, hier ist auch Geister, komm mal. Ja, ich bin dabei. Captain ist weg. Was ist das letzte? Ah. Letzte? Ja. Okay, nehme ich mal das hier hin zur heulenden Kiste, dann holen wir den letzten noch. Oh, ich muss was essen. Was wir jetzt an Missionen haben, ey. Boah, hab ich erschrocken. Timer, dass die 20 Minuten um sind. Jetzt schon. Ja. Aber wir schneiden ja ein bisschen. Also. Ja, stimmt. Es ist so schwierig, wenn man nichts sieht. Angenehm. Nichts hier weg und ab zum Outpost, würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist jetzt dann auch genug. Ich glaube, die weinende Kiste bringt ganz gut Geld. Was ist das? Du wolltest blind aus. Du kannst es im Ding reinholen. Wir holen den Schädel mit und dann holen wir die Truhe als letztes rein. Wie heißt die denn nochmal? Das sind übrigens zwei Truhen, gell? Da steht auch noch so eine Lagerkiste, die können wir auch noch verkaufen. Wenn wir die voll machen. Was sind das für komische Geräusche hier? Ah, verstanden. Ja, Leute, warum, wenn ihr euch wundert, warum wir hier kein Licht anmachen, wir wollen nicht, ich komme da nicht hin. Da geht's rein. Wir wollen nicht, dass jemand uns sieht, wenn wir auf Rückfahrt sind. Gut, wir können. Okay. So, ich schaue schon, wo der nächste Outpost ist. Ah, direkt im Süden. Machen die denn für einen Schutzpanzer jetzt um sich herum? Oh oh, Kiste Wein. Oh ja. Also es gibt die explodierende Kiste, es gibt die heulende Kiste, was gibt's noch? Es gibt, glaube ich, eine Kiste, die macht dich betrunken. Ja, die hatten wir doch schon mal. Ja. Das war richtig witzig. Tanz, mein Hundi, tanz! Danke. Jo. Oh, hier ist das Wasser nicht ganz so tief, wie ich dachte. Diesmal darfst du reparieren. Wo ist denn hier der Truhenmensch überhaupt? Ja, neben dir. Ah ja. Was bringt die? Jo, 3000. Schon gut.
Er lässt halt einfach das Schiff volllaufen, weißt? Alles gut, läuft nicht voll. Nee, weil Bring ich einfach die Kisten repariere. weg. Wir hören danach doch eh auf. Trotzdem. Läufst denn du hin? Na, Schädel verkaufen. Ach, haben wir noch einen Schädel? Hier, in deiner Kiste. Die Ach du aus dem so. Wasser gefischt hast. Drei Stück sogar. Was ist das? Eine Kiste habe ich noch. Warte, die hole ich. Schnell. Hä, hey, warum fährst du weg? Hä, hey, wie ich fahr weg? Du fährst weg? Hey, ich habe halt die Kiste aus dem Keller geholt. Wieso fährt das Schiff weg? Weiß ich nicht. Aber warum fährt es im Kreis? Keine Ahnung. Alles klar. Das hat sich aber auch komisch angehört. Es kam so ein komischer Ton. Keine Ahnung. Ich sehe ein feindes Schiff. Warte, ich komme über die Meerjungfrau wieder auf. Ja, ich habe hier noch eine Kiste. Ja, aber kommst du, kannst du lenken und so? Ja, alles gut. Hä, was ist das denn? Keine Ahnung. Wie ging das? Also, was ist jetzt passiert? Check's nicht. Hier steht immer noch das Wasser drin. Letzte Kiste. Ja, ich schätze mal, die Lagerkiste kann ich gar nicht verkaufen. Da ist nichts drin, oder? Ja, da ist schon was drin, aber ich glaube, die ist nicht voll. Gut. Nee, kann ich nicht. Egal. Warte. Hauen wir jetzt? Schiff versenken. Zum Ende der Folge. Ja, aber vorher haben wir noch das Feuerwerk raus, das ich gefunden habe. Okay. Das nicht. Das da. Das da brauche ich. Ich habe auch ein bisschen was gefunden, glaube ich. Aua! Jetzt bin ich gleich tot. Diesmal zünde ich da unten an. Hä, hey, wieso? Hä? Hey, ich dachte, du machst erst das Feuerwerk. Mach ich ja jetzt. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Ja, kannst du wieder kommen. Ich bin tot. Komm, hilf mir schnell. Wo, wo bist du? Unten? Unten? Ja, ich wollte mich gerade im Wasser heilen. Neben Keller oben. Meine Güte. Jetzt brenne ich. So zündest du ja alles an, bevor wir das Feuerwerk machen. Oh, scheiße, ich bin rausgesprungen. So, welche Kanone hatte ich jetzt schon entladen? Noch keine. Jetzt hast du alles verloren, weil du an dem bist nicht gestorben, gell? Nee. Wir haben eh nur ein Feuerwerk. Ach so, echt? Ja. Der Ruf des Meeres. Ja, war ja schön. Wow. So, und nu? Können wir anzünden. Jetzt kannst du, aber jetzt sind den Mast an. Aber ich wollte von unten anfangen, damit das mal woanders brennt. Okay. Aber. Ups. Dann hast du dich auch angezündet. Ja. Sollten vielleicht nicht brennen. Zünd nicht uns an. Ich glaube, das geht wieder aus, weil es regnet. Aber unten nicht, oder? Doch. Oh. Also am Kartentisch brennt es noch, aber sonst ist aus. Aber ich glaube, wir gehen ja wegen dem Sturm, wenn wir nichts machen, wahrscheinlich sowieso drauf, oder? Alter, was sind das für Wellen hier? Au, jetzt ist irgendwas gerade passiert. Ja, Blitz ist eingeschlagen. Achso. Alter, sind das Wellen. Krass.
Wir fahren gar wieder raus aus dem Sturm, könnte es sein. Wir fahren irgendwo hin. Aber am Kartentisch brennt es, glaube ich, immer noch. Ja. Ja. Selbstzerstörungsknopf an. Aber weil ja Wasser drin steht, deswegen brennt es hier nicht mehr. Hast du schon auf Versenken genommen? Nö. Okay. Wir haben so viele. Schau mal, wie da unten das Wasser schon drin steht. Und der Kartentisch brennt. Ja, ich glaube, wir sind gleich raus aus dem Sturm. Da fing das ganze Schiff an zu brennen. Ich lenke uns mal kurz raus. Yay, Wellengang. Boah. Wird's ja genau neben uns eingeschlagen. Hui. Ist doch mal ein stürmisches Ende. Ja. Sharkbait Cove. Ey, schade, ich hab so viele. Wir haben so viele Missionen, eigentlich müssten wir die alle machen, aber ja. Ja. Oh, jetzt ist wieder was kaputt gegangen. Ach ja, weil es da unten ja brennt. Da war ja was. Jetzt ist der Sturm vorbei. Zumindest läutet die Glocke schon nicht mehr. Jetzt wird aufgehört zu brennen. Zu regnen. Wolleck. Aber jetzt steht das Wasser da hinten auch schon und das löscht die Flammen. Ah ja. Ah, da muss ich doch hier oben anzünden. Warte, geh mal weg vom. Ah, es hat wieder aufgehört zu brennen, schau. Es ist einfach schon zu viel Wasser. Ja, da. Weil wir untergehen. Oh. Wir fahren auch nicht mehr. Das Lied ist aber blöd. Dann wechselt halt das Lied. Hä, was ist jetzt? Keine Ahnung. Ja, Leute. Naja, also, unser Schatzu war ja erfolgreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Nächste Woche nochmal mit Sea of Thieves. Da zeigen wir euch eine weitere spannende Schatzsuche oder vielleicht auch eine andere Mission. Wir werden mal sehen. Bis dann. Lasst uns gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.